Ja, Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Runde Plants vs. Zombies. Wir spielen heute General Supremo, der General der Zombies. Auch einer meiner absoluten Unlieblings-Zombies. Denn ich persönlich finde ihn nicht besonders gut. Dennoch werde ich ihn heute spielen und dennoch werden wir irgendwas mit ihm hinbekommen. Muss er irgendwie gehen. Ja, wir haben den Standard-Raketenwerfer-Move dabei und natürlich den Super-Smog. Den sollte man immer mitnehmen. Ist immer besser als die Standard-Variante. Und hier regnet es Bomben, die uns gehören. Und wir nehmen ein, denn die Pflanzen wollen aus irgendeinem Grund nicht verteidigen. Ich habe noch keine einzige Pflanze gesehen. Ach, hier oben war eine. Aber die ist tot. Hier ist noch jemand, der irgendwie hier hoch will. Alles klar, ich muss ihn töten. Komm schon. Gibt's doch nicht. Oh, er hat eine Bohne. Und er ist tot. Super, wieder kein Kill für mich. Ja, wie man sieht, wir haben das goldene MG, keine Munition. Wir können also feuern, bis der Arzt kommt. Das Ganze hier funktioniert mit Cooldown. Dafür verziehen wir ganz schön und machen nicht besonders viel Damage, wie ich finde. Na, von irgendwo werde ich hier schon wieder bombardiert. Okay, hier drüben, hier drüben, hier drüben. Und wieder kein Kill. Wie man es eben kennt. Werde ich jemals was töten hier in dieser Runde? Wird das meine erste Runde ohne Kills? Wow, 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 wow. Aber ich gehe down. Ein Zuchthengst. Allgemein gibt es hier aber ziemlich wenig Kills. Also der höchste hier hat 4. 4 ist ja auch nicht besonders viel. Ein Zuchthengst. Alter, was für ein Name. Was für ein saudämlicher Name. Das wird die erste Runde ohne Kill. Man sieht es schon irgendwie kommen. So, warte mal. Hier, das ist ein Kill. Komm schon. Gib ihn mir. Na also. Da ist er wieder im Rennen. Nach einem Kill habe ich wieder die Hoffnung zurückgewonnen. Irgendwas läuft da drüben. Crazy shit. Wow, 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 wow. Ich werde hier schon wieder bombardiert. What the fuck? Von wo denn? Die lungern alle irgendwo da hinten rum und niemand verteidigt. Na gut, dann nehmen wir ein. Nehmen wir die Scheiße hier ein. Wieder nur eine Vorlage. Was ist denn los? Ich habe eine sauhohe Feuerrate. Mache aber nur Vorlagen. Alles klar, ich bin wieder frisch. Die Zombies rebellieren. Der Fasspirat hier drüben. Lebt hier noch jemand? Irgendwo da hinten. Irgendwo da hinten. Elektroblume, die hole ich mir jetzt. Die hole ich mir jetzt. Komm schon, das ist mein Kill. Wie die Geier kommen sie hier angestürmt. No! Ach, komm schon. Ich habe die ganze Arbeit geleistet und der eine hier mit der Megakanone. Nein, mit Mehrfachraketen. Er brauchte gleich mehrere Raketen gegen das Ding. Also heute wird mir wirklich hier alles weggemopst. Und schwupps, nach oben. Ah, ich habe keine Reichweite. Ich habe einfach keine Reichweite. Gegen den hier habe ich gar keine Chance. Der holt mich sowas von weg. Na, noch ein bisschen Heilung. Miau, 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 macht die Katze. Ist wenigstens die gute Heilung. Okay, mit einer Rakete. Rakete, lass mich nicht hängen. Oh, sie hat mich hängen lassen. Der Garten wird schon wieder eingenommen. Komm schon, kill. Ich hasse dich, General Supremo. Ich hasse dich so sehr. Wieder nur eine Vorlage. Wieder nur eine Vorlage. Das gibt's doch nicht.
Heilung, irgendwo hier. Eine Heilstation. Hey, Kumpel, hau mal hier eine Heilstation hin. Heilung. Verflucht, Heilung. Er checkt es nicht. Er checkt es nicht. Smog. No, wieder nur eine Vorlage. Verflucht. Was ist denn los? Wie viele Kills habe ich? Einen. Einen Kill. Ich bin überall immer voll in der Action drin. Hab einen Kill. Einen. Einen Kill. Einen Kill. Wieder nur eine Vorlage. Wahnsinn. Die Pflanzen sind immun gegen meine Kugeln. Aus irgendeinem Grund. Boah. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Rückzug, Rückzug. Boah. Sie sehen mich aber dennoch als Enemy Number One. Hinter mir ist eine ganze Armee. So, komm schon. Jetzt holen wir uns hier einen Kill. Das kann doch nicht wirklich bei einem Kill bleiben. Eine Vorlage. Ich habe wieder nur eine Vorlage. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst einfach Bescheid. Gib mir einen Kill. Herrgott, noch eins. Boah, hier vorne, komm schon, den kill ich doch jetzt. Den kill ich doch. Boah, Moment, wenig Leben. Boah, die Bohne holt mich noch weg. Ich hab einen Kill. Immer noch einen Kill. Yes! Ist der Fluch gebrochen? Ist der Fluch endlich gebrochen? Man weiß es nicht. Ich glaube, das hier wird meine schlechteste Runde ever. Also am Ende will ich hier 5 Kills sehen. 5. Komm schon, das wird ein Kill. Ich treffe die zwar immer volle Kanne, aber 4 ist eben so wenig Damage. 4 ist so verflucht wenig Damage. 4 Schaden ist weniger als jede Sonnenblume. Ich habe eine Zweier-Serie. Ich habe eine Zweier-Serie. Ich habe eine Dreier-Serie. Ich habe eine scheiß Dreier-Serie. Ich habe eine Vierer-Serie. Ich habe eine verfluchte Vierer-Serie. Damit hat niemand mehr gerechnet heute, oder? Hat damit irgendjemand noch gerechnet? Eine Vierer-Serie? Ich nicht. Wahnsinn, dass ich das noch hinbekommen habe. Achtung, Achtung, Achtung. Gib mir 5. Boah, schnell hier raus. Komm schon, hier hinten hin. Ist der immer noch am Leben? Oh, 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 oh. Bam. Wahnsinn. Erst hole ich niemanden. Jetzt habe ich hier direkt alle geholt. Oh, 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 oh. Da oben lungern sie alle rum und wollen mir volle Kanne aufs Maul geben. Vorlage, natürlich. Jetzt bin ich hier wieder im Vorlagenmodus. Jetzt kommen wieder die Vorlagen. Warte mal, irgendwo da hinten rennt noch jemand rum. Hat die eben gerade getanzt? Hat der Zombie eben gerade getanzt? Habe ich das richtig gesehen? Tanzende Zombies. Der hat doch eben gerade getanzt. Also der mit der Zeitung da drüben. Was macht er jetzt? Er macht den Moonwalk. Ich wusste gar nicht, dass sie sowas können. Wow, 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 wow. No, no, no. Meine Serie, meine Serie, meine Serie. Nein. Überlebe, General Supremo. Überlebe. Ab ins Clubhaus. Bam. Smog. Und jetzt hole ich hier meine Zombie-Army. Mach mal Heilung hin.
Aber wir gewinnen. Wir gewinnen das Ding. Oh, der rennt natürlich direkt vor mich. Und ich bekomme wieder gar nichts. Vorlage, natürlich. Komm schon, komm schon. Komm schon, sechster Serie. Ich glaube an dich. Oh nein, 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 nein. Vorsicht. Die wollen mich töten, aus irgendeinem Grund. Dabei habe ich doch gar nichts getan. Ich bin hier wohl der Harmloseste. Mit meinen Vorlagen. Alles klar, irgendwo da unten. Okay, der ist tot. Na, ah, wieder nur eine Vorlage. Ich meine, es ist ja mittlerweile keine Überraschung mehr. Wo sind wir denn? 6 Kills. 6 Kills. Das ist Wahnsinn. Das ist richtig gut. Das ist... Ich bin heute der Überflieger. Und bekomme ich einen Kill? Nö, nicht mal eine Vorlage. Ich verschlechtere mich. Na komm, eine Wiederbelebung. Gib mir wenigstens eine Wiederbelebung. Gönn mir die Wiederbelebung. Na gut, die Kanonen haben wir weggeholt. Und. Oh, eine Vorlage. Habt ihr das gesehen? Ich habe dem so aufs Maul gegeben. Ich habe den so verflucht auseinandergenommen. Ich habe den permanent getroffen. Ich habe den wirklich eben gerade permanent getroffen. Und es wurde eine Vorlage. Ey, das gibt's nicht. Irgend so ein Typ hat eine Kugel wahrscheinlich verschossen und hat ihn direkt abgegriffen. Komm schon, komm schon, komm schon. Na also, eine 6er Serie wenigstens. Okay, irgendjemand steht da hinten schon wieder. Aber 3 Damage, das ist so wenig. Selbst wenn ich ihn 10-mal treffe, ist es immer noch nix. Nope. Das war eine Runde. Das war wirklich eine extreme Runde. Aber eine 6er Serie. Ich glaube 7 Kills insgesamt. Ich bin mal gespannt, wie viele Vorlagen. Wo stehen wir denn? Irgendwo ganz unten. Ich habe 12.770 Münzen verdient. Wirklich so viel. Ja, wirklich so viel. Und natürlich bin ich Vorlagenmeister geworden. Hier, 15 Vorlagen. 7:3. Ja, das war eine sehr interessante Runde. Dennoch werde ich sie hochladen, weil ich es irgendwie ganz interessant fand, dass ich nur Vorlagen bekommen habe. Wie immer, danke fürs Zusehen. Schreibt in die Kommentare, was ich vielleicht die nächste Runde machen könnte. Und tschüss!